Mir gefällt das Wort, das Buch mit sieben Siegeln sehr gut, weil ich glaube, dass manchmal die Bibel für uns ein Buch ist, was erst erschlossen, entdeckt werden will, mit sieben Siegeln. Und ein Siegel spricht ja von etwas Geheimnisvollem, etwas Wichtigem. Und genauso wie die Bibel ist unser Leben manchmal ein Buch mit sieben Siegeln. Und ich glaube, dass wir so auf Entdeckungsreise gehen können, um einiges zu entschlüsseln, auch Antworten zu bekommen, aber auch Fragen zu bekommen, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Wer anderen eine Grube kriegt, deshalb, weil es eine Redewendung ist, die tatsächlich in meinem Alltagssprachgebrauch durchaus Verwendung findet. Neuer Wein in alten Schläuchen gefällt mir besonders gut. Die Illustration ist sehr schön geworden, aber auch die Frage, inwieweit wir in der Lage sind, flexibel zu reagieren, uns auf Neuigkeiten, Neuerungen einzustellen. Der Spruch, ein Land, wo Milch und Honig fließen, ist deshalb für mich bedeutsam oder finde ich deshalb besonders gut, weil er eine Hoffnung ausdrückt, dass das Beste in unserem Leben eigentlich noch vor uns liegt. Für mich ist es etwas, was mich mahnt, nach vorne zu schauen. Und das ist etwas, was wir im europäischen Kulturerbejahr meines Erachtens ganz dringend brauchen, nach vorne zu schauen und weiterzugehen und nicht zu erstarren in der Geschichte, die wir als Europäer mit uns tragen.